Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu meiner Projektvorschau für das Jahr 2014. Denn ich habe mir mal ein bisschen den Kopf zerbrochen über das, was ich nächstes Jahr hauptsächlich Let's Playen möchte. Nicht ausschließlich, aber schon mal in einem großen Teil. Und da ist mir die Idee gekommen, das Ganze in drei Phasen aufzuteilen. Die Let's Plays, die bis jetzt noch laufen, werden nochmal weitergeführt. Das schließt Splinter Cell mit ein, Outlast. Ja, und halt Persona mit Andy. Das ganz normal fertig gemacht wird. Persona wird sowieso noch das ganze Jahr dauern, weil ich da mindestens mit 200 Parts rechne, wenn wir so ziemlich alle Sidequests machen wollen. Andere Projekte, die bis jetzt noch immer offen sind, also die. Das Borderlands 2 DLC werde ich in dieser Form nicht mehr fertig machen, aber das hatte ich ja auch schon gesagt. Vielleicht werde ich das mal in einem Koop-Projekt fertig machen oder Bosse zeigen oder sonst was. Das könnte sein, aber alleine die Singleplayer-Kampagne werde ich nicht mehr fertig machen. Wenn ich Alan Wake mal fertig mache, dann komplett neu. Ich bin auch immer überlegen, die Videos zu löschen, wenn ich vorhabe, es neu zu machen. Solange das nicht ansteht, werden die auf jeden Fall bleiben. Und ansonsten Sam & Max weiß ich noch nicht. Da muss ich mit Andy nochmal reden, weil das ja eigentlich hauptsächlich auch nicht mehr funktioniert hat, weil wir nicht so viel Zeit hatten, zusammen aufzunehmen. Aber egal, selbst wenn ihr wollt, dass davon irgendwie noch was weitergeführt wird, könnt ihr es mir gerne sagen, dann werde ich da gucken. Ansonsten ja, die Sachen werden weitergeführt und wir fangen mal mit den drei Kategorien an. Erstens haben wir die Adventure-Kategorie. Und in dieser Kategorie werden wir Spiele haben, also ich vor allem, die für mich, und das ist der Hauptpunkt, etwas mit Spielen und Filmen wie Indiana Jones oder Tomb Raider zu tun haben. Sprich, verborgene Sachen neu erkunden, Archäologie-Teile. Ja, halt einfach sowas. Darunter fällt für mich auch die Geheimakte-Reihe, also die Point-and-Click-Adventure-Reihe, wozu ein neues Minispiel rausgekommen ist. Das habe ich auch schon komplett aufgenommen. Das wird Anfang nächstes Jahr geben. Und zwar Geheimakte Sam Peters, was ich sehr nett fand. Und meiner Meinung nach, eins der genialsten Shooter-Spiele im letzten Jahr, auch wenn es nur bedingt ein Shooter ist, Deadfall Adventures. Man schlüpft in die Rolle des Enkels von Quartermain, wem der Name was sagt, wem nicht, der kann ja mal ein bisschen googeln oder so. Auf jeden Fall die Indiana Jones Filme noch mal ein Jahrzehnt davor. Also die haben meiner Meinung nach auch ein bisschen die Idee zu Indiana Jones geprägt. Und ich habe in diesem Spiel vor, da man, also der Hauptkern des Spiels ist, man ist es zwar immer noch ein Shooter, aber man hat in jedem Level halt versteckte Sachen, die man durch, also Reliquien, die man durch Rätsel finden muss, und die Rätsel sind auch teilweise nicht ganz ohne. Und ich habe vor, einen 100% Run, was die Geheimnisse angeht, zu machen, um halt alle Sachen zu sammeln, weil allein dieser Sammelaspekt hat mir in diesem Spiel so gut gefallen, als ich es angespielt habe, dass ich das zu 100% machen will. Und wenn euch andere Spiele einfallen, könnt ihr mir sie gerne vorschlagen. Hinzu sage ich aber, ich werde erstmal keinen Tomb Raider-Teil spielen. Wenn ich das vielleicht irgendwann mal machen werde, dann fange ich vielleicht mit Anniversary an, aber ich habe nicht vor, einen Tomb Raider-Teil zu spielen. Und ich werde auch nicht das PC-Spiel zu Indiana Jones spielen. Kaisergruft heißt das, glaube ich, weil ich hatte das schon mal früher angespielt und das war mir ein bisschen zu verbuggt an manchen Stellen oder zu unausgereift, sagen wir es mal so. Ansonsten, wenn euch irgendwelche Spiele einfallen, wie das, dann, also mit Hauptaspekt auf das Sammeln und die Rätsel lösen, dann schreibt mir gerne Vorschläge. Ich bin da sehr gespannt und habe auch sehr Lust auf gerade solche Spiele. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie und die wird der Survival-Aspekt. Darunter werde ich natürlich wie immer Survival-Horror-Spiele nehmen, aber auch andere Sachen. Als erstes, Dark Souls fällt auch für mich unter diese Kategorie und Dark Souls 1 wird fertig gemacht. Wie ich auch gesagt und geplant hatte in den Videos, werde ich auch irgendwann Lore-Videos machen, die ich vielleicht mit Dark Souls 2 verbinde, denn ab März geht's blind mit Dark Souls 2 weiter. Worauf ich mich schon riesig freue und ich glaube, da werde ich auch das ganze normale Dark Souls LP drüber reden. Zudem hatte ich ja mal in einem
irgendeinem Vlog mit Andy zusammen erwähnt er sich vor Ort Haunting Ground oder Project Zero zu machen. Da die Leute eher für Haunting Ground waren, ist das auch erstmal das Erste, was ich vorhab. Und danach wären Projekte wie Project Zero oder Silent Hill 3 geplant. Aber das ist auch noch komplett offen. Es könnten auch noch irgendwelche anderen Horrorspiele folgen. Aber das ist so erstmal das Grobe. Und ein kleines Special eines meiner Meinung nach des ersten wirklich guten Zombie-Spiels, was einen Survival-Aspekt hat, wo es halt wirklich nur darum geht, zu überleben. Und dazu werde ich ein Let's Play machen, was in Staffeln abläuft. Sprich, ich werde gucken, wie lange ich lebe. Und wenn ich sterbe, ist die erste Staffel vorbei. Wenn es euch gefällt, mache ich eine neue. Wenn nicht, lassen wir's. Das wird dann auch irgendwann, ich denke mal im ersten Quartal, definitiv irgendwann kommen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche anderen Horrorspiele sehen wollt, für Vorschläge bin ich immer offen. Und der letzte Aspekt, ich habe ihn mal andere Welten genannt, aber darunter fallen hauptsächlich Rollenspiele oder Fantasy-Spiele. Als erster Teil hat eben Persona. Persona 3, wie schon erwähnt, wird weitergemacht. Ich spiele mit dem Gedanken, je nachdem, wie gut wir damit durchkommen und wie gut es ankommt, vielleicht Persona 4 hinterherzuwerfen, aber es ist nur ein. Bis jetzt nur ein Gedankenspiel. Und als anderer Hauptpunkt, wem das schwarze Auge was sagt, der darf sich freuen, wenn er, genau wie ich, ein riesiger Fan des Pen and Papers ist. Ich habe selber zwei DSA-Rollenspielgruppen, in denen ich meister, also bin ich da doch ein kleiner Nerd in dem Aspekt, aber da gerade in diesem und letztem Jahr so viel gute Spiele rausgekommen sind, werde ich zu DSA erstmal die beiden Point-and-Click-Adventure, Sajnavs Ketten und Memoriam durchspielen, die ich privat zwar schon gezockt habe, aber ich definitiv nochmal zeigen möchte. Und auch wenn es kein AAA-Titel ist, gefiel mir das Action-RPG Demonicon doch verdammt gut. Es hat definitiv eher eine starke Lagerung in Richtung der Kampfpassagen. Aber da in dem Spiel meiner Meinung nach das Pen-and-Paper-System relativ gut in ein normales Rollenspielsystem umgesetzt wurde, ja, habe ich da wirklich Lust drauf, das zu Let's Playen. Und deshalb werde ich es euch mal zeigen. Ansonsten wurde ja schon insgesamt auch schon letztes Jahr und alles mal ein Pen-and-Paper-Projekt angekündigt, das auch zum Teil fertig geworden ist, wo ich aber auch nur bedingt bis jetzt alles zusammengekriegt habe von den Leuten, die mitgemacht haben. Sprich, da fehlen mir auch noch ein paar Audiodateien. Und ich bin insgesamt am Überlegen, auch wenn das relativ lustig war, ob ich das noch irgendwie umwerfe und was an dem Grundprinzip ändere, da ich da halt ein eigenes Regelsystem für ein bisschen zusammengeschustert hatte. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe vor, das, was bis jetzt entstanden ist, so zu veröffentlichen, aber ich weiß noch nicht, was ich daran im Groben und Ganzen noch ändere. Deshalb, ich habe das vor, dieses Jahr hochzuladen und auch andere Sachen zu machen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Ja, das wäre so der im Groben und Ganzen die Hauptvorschau auf das Jahr 2014 bei mir auf dem Channel. Alles natürlich ohne Gewähr. Es kann sein, dass ich das Ganze nochmal über den Haufen werfe, aber ich glaube es nicht. Ansonsten, Ideen immer gerne gesehen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Es gibt auch noch ganz andere Projekte, die ich auch noch auf meiner Liste im Kopf habe, die ich aber noch nicht direkt angehen werde. Im Endeffekt habe ich vor, so ziemlich jedes meiner Meinung nach gute Survival-Horror-Spiel auf der PlayStation 2 irgendwann durchzuholen. Da ich hier halt auch alle im Regal stehen habe und die mir auch relativ am Herzen liegen. Das ist eine der meiner Meinung nach unterschätztesten Reihen auf der PlayStation 2 war, was die große breite Masse anging. Also ist nicht schlecht, dass es eben kein Mainstream-Ding ist, das meine ich auch gar nicht. Ich bin froh, dass es keins ist, aber es sind Spiele, die definitiv mehr Leuten mal gezeigt werden sollten, weil ich bin mir sicher, dass man an dem Horror mindestens genauso viel Spaß haben kann wie an dem Jumpscare-Horror, wie zum Beispiel Dead Space hat. Das soll nicht heißen, dass Dead Space kein Horror hat oder ein schlechtes Spiel ist. Bei weitem nicht. Ich liebe gerade den ersten Teil.
Aber mir persönlich gefällt der Japano-Horror halt etwas mehr und das ist halt auch der Hauptgrund. Und ich will natürlich noch die Silent Hill-Reihe durchhaben, um dazu dann auch mal Story-Videos rauszuhauen. Was ich auch immer noch irgendwann zu Alan Wake vorhabe, wenn ich das Let's Play mal wirklich komplett auf dem Channel habe und das auch geguckt wird, weil als ich das letzte gestartet hatte, hatte ich Lust drauf, weil die PC-Version draus war und ich zum damaligen Zeitpunkt noch keine Konsole aufnehmen konnte. Aber zu diesem Zeitpunkt hat es halt leider niemand geguckt, deshalb habe ich da ein bisschen den Spaß dran verloren. Aber das soll egal sein. Mit den Projekten, die ich jetzt vorhab, habe ich sehr, sehr viel Spaß. Das sind auch Spiele, die ich unbedingt selber spielen möchte oder schon getan habe, wie zum Beispiel St. Peters. Also, um es kurz zu fassen, für Punkt 1. DSA, also Leute, die an DSA mal Interesse haben, an Dark Souls und Survival Horror spielen und etwas mit diesem, ich sage jetzt mal, Archäologen-Adventure-Genre anfangen können, wo ich auch noch zu den beiden Sachen noch eine andere kleine Idee geplant habe, wenn es funktioniert. Ich denke mal, dass diese Leute sehr viel Spaß auf meinem Channel haben werden, beziehungsweise hoffe ich das auch sehr. Gut, das war meine Vorschau für nächstes Jahr. Ich bin's, Yogaya LP, und ich hoffe, ihr habt Spaß auf meinem Channel. Ciao.